Das Jahr hat noch nicht mal richtig begonnen, aber bei den Sims gibt es schon direkt etwas Neues. Die Entwickler haben nämlich gestern Abend auf Twitter verraten, was für Inhalte in der ersten Hälfte von 2022 für die Sims 4 erscheinen werden. Wie auch schon für die letzten Monate wurde gestern auf Twitter eine kleine Übersichtsgrafik mit neuen Inhalten, die es sowohl kostenpflichtig, aber auch kostenlos in den nächsten Monaten für die Sims 4 geben wird, geteilt. Diese beinhaltet insgesamt 5 Punkte, die laut SimGuru Frost alle innerhalb der nächsten 3 Monate kommen werden. Meine Kollegen von simtimes.de haben die deutsche Grafik von EA erhalten, die ich euch statt der englischen zeige. Los geht es laut dem Text mit einem neuen Gameplay-Pack, welches eine Party für die Liebe feiert. Die Formulierungen sind wie auch die letzten Male sehr allgemein gehalten, bei diesem Gameplay-Pack scheint es aber relativ naheliegend zu sein, um was es sich hier handelt. Wenn man nämlich genau auf den Hintergrund der Grafik achtet, fallen besonders die kleinen Symbole ins Auge. Hier kann man Hochzeitsringe und eine Torte erkennen, die wohl auf die Hochzeitsthematik anspielen sollen. Ein Pack, das sich rein dem Heiraten widmet, hatten wir bisher auch so noch nicht. Ich persönlich finde die Thematik an sich doch recht interessant. Das Pack oder eher die Thematik birgt aber meiner Meinung nach ein wenig die Gefahr, dass das Gameplay eher mager ausfallen wird. Aber am besten sollten wir hier erstmal abwarten. Ein Pack, das die Hochzeiten der Sims mit neuen Inhalten erweitert, klingt sehr naheliegend. Bestätigt wurde hier allerdings noch nichts. Ebenfalls wird es 2 neue Sets geben, die außergewöhnliche Designs feiern. Auch hier ist das Thema aktuell noch unbekannt. Was da dahinter steckt, erfahren wir wohl spätestens bei der Pack-Ankündigung. Im Unterschied zur englischen Grafik wissen wir jetzt zumindest, dass es sich explizit um neue Modesets handeln wird. Ansonsten wurde noch verraten, dass wir uns auf Community-Kooperationen innerhalb und außerhalb des Spiels freuen können. Das bedeutet also vielleicht, dass wir hier ein neues Update bekommen werden, vielleicht ähnlich wie das Geburtstags-Update vor einem Jahr mit neuen, von der Community erstellten Objekten. Ansonsten werden wir laut der Grafik noch neue internationale Gerichte erhalten, vielleicht wieder ein neuer Sims Delivery Express-Inhalt. Dadurch, dass wir 3 Packs bekommen, die innerhalb von 3 Monaten erscheinen, ist es naheliegend, dass wir im Januar, Februar und März neue Packs anspielen werden können. Auch da schon öfters die Punkte der Grafik in einer chronologischen Reihenfolge waren, denke ich, dass wir in diesem Monat die Ankündigung für das Gameplay-Pack erhalten und dann in den 2 folgenden die neuen Modesets hinzugefügt werden. Wenn ihr auf bereits vorhandene Packs ordentlich sparen wollt, schaut bei meinem Partner Instant Gaming in der Beschreibung vorbei. Hier gibt es manche Erweiterungen um bis zu 70% reduziert. Was denkt ihr zu den neuen Inhalten? Seid ihr auch so gespannt, auf was für Packs und Updates wir uns freuen können? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.